So, damit herzlich willkommen zurück zur Let's Play Mario Party 5 Together mit Megasub 7000. Ich bin wieder da. Ja, der 10. Part geht los. Ich nehme das gerade auf Stück auf. Ich bin gerade von einem Freund gekommen. Wir waren so draußen. Und der Bier sind keine Waffen drin, oder? Ja, leider kein Geld. Das hatte ich gerade so richtig zweideutig angehört. Ich bin gerade von einem Freund gekommen. Ich meinte eigentlich jetzt so gerade, ich war bei dem und bin jetzt wieder bei Super Tantalus. Und ich bin jetzt erstmal den Münzbox. War McDonald's und so. McDonald's. So, Peach hat die 22 Münzen. Und auch wie hoch sie jetzt noch würfelt. Eine, zwei, das ist sehr gut für mich. Fragezeichenpunkt zwar, aber ist nett. Ich bin vor Peach dran und es reicht doch, wenn ich einen 1 würfel. Kommt nur noch drauf an, wie gut Mega Sub-Zero jetzt würfelt. Ich hab 7 Münzen. Ja, aber wir können dann den Stein kaufen. Jetzt ist Yogi Bär wieder dran. Ne? So. Er kriegt eine Stachelkapsel und kriegt erstmal Minusmünzen. So, mal gucken. Mal eine Frage, wenn ich das jetzt hier platzieren würde, würde das Yoshi auch abkriegen? Keine Ahnung. Also ich würde es eigentlich nicht ausprobieren. Ich würde es auch gar nicht. Wie viele Münzen hat er? Wie viele Münzen hat er? Wie viele Münzen hat er? Er hat 4, 81. Zieht die Hälfte ab, nicht? Ich glaub, ja. Aber weißt du was, ich gehe jetzt kein Risiko ein, Leute. Das ist mir echt. Würde das klappen? Wenn ich das jetzt auf dich mache? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir machen es einfach mal. Ich denke mal nicht. Aber egal. Du kriegst eine 7, aber es ist eigentlich scheißegal, weil ich wieder der Erste bin, der am Würfeln ist. 2, 3, 4, 5, 6. Es ist scheißegal, wo du jetzt hingehst, weil ich bin ja nach der Runde wieder sofort dran und ich brauche ja nur eine 1, dann habe ich eh schon den Stern. Egal, ich gehe woanders, sonst bringt mir eh nichts. Ja, deswegen. Wenn du jetzt zum Stern hingegangen wärst, hättest du nicht genug Münzen gehabt. Und ich geh mal runter und fall dafür, dass er wieder da auftaucht. Jetzt hättest du nach dem Spiel genug Münzen, aber ich bin ja vor dem Würfeln dran, also. Und ich bin auch noch im Team. Im Team! Ich habe erst gerade gelesen, Lungen treten. Wo sind wir denn hier? In Mollkommet Armageddon oder was? Kapsel fangen. Na, das kann man eigentlich nicht gewinnen, weil das braucht eine Dings. Gamecube. Eine Vibration und das hat man nicht in der Tastatur. Das geht nur auf der Originalkontrolle zu gewinnen. Also da muss man halt irgendwie Glück haben. Und Peach hat es leider geschafft. Das Spiel werden wir leider verlieren, wir beide, aber es liegt einfach daran, ich muss dann A drücken. Hab's geschafft. Nein. Man darf leider erst greifen, wenn das so eine Vibration gibt. Aber es geht einfach nicht. Das kann man nicht spielen auf dem Emulator. Versuch's zumindest. Nee. Das kann man nicht auf dem Emulator gewinnen. Das ist ja ein Scheiß. Das kann man einfach nicht gewinnen, Leute. Das ist unmöglich. Da muss man einfach nur mega Glück haben. Das ist. Sagen wir mal so, das ist auf dem Emulator so, als würde man gerade Lotto spielen. Das kann man nicht mal mit Lotto vergleichen. Weil Lotto ist noch unmöglicher irgendwo, aber das hier ist auch. Ja, ich weiß nicht. Ja. Bei Lotto sind es mehrere, die mitmachen. Da ist es eine 0,00%, dass das jemand schafft. Weil das richtig viele sind, die mitmachen. Und hier ist es einfach nur pures Glück. Nein. Verdammt. Ich habe aber immer noch 100 Münzen. Perfekt. Hier steht bei dir überall eine 1. Ja, genau. Ach, da bin ich Zweiter, aber es liegt, glaube ich, daran, weil du zwei. Hast du 2 oder Peach 2? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wir hatten 2 von euch. Ich glaube, Nee, ich kann nie 2 haben. Doch, ich habe 2. Du hast 2 Steine. Ja, wo hab ich denn dazu? Du hast 100 Münzen, ich habe nur 10, trotzdem bin ich Erster. Ja, aber es liegt daran, weil du ja 2 Steine hast. So, Peach.
Geld aus. Wir tun uns jetzt erstmal alle Münzen ab. Mal gucken, wie viele Münzen wir jetzt alle verlieren. Okay, 3 kann ich mit leben. Ich hab mir neulich Dr. Pepper mal wieder geholt. Okay. Oh, das schmeckt übelst geil. Dr. Pepper! Ich muss mir das nochmal kaufen. Ich muss das unbedingt nochmal kaufen. Das ist so eine. Ich hoffe, ihr wisst, wie das schmeckt. Wenn nicht, dann kauft es euch. Auf jeden Fall, das ist richtig verdammt süß, geil. Das Ding ist leider nicht dumm, dass du jetzt Münzen wieder verloren hast, weil du mir jetzt Minispiel gewinnst, hast du 17. Geiler Kirschengeschmack. Yoshi dran und dürfen. Auch nur. Auch. Da ist ein bisschen Blutbier drin. Ein bisschen Blutbier, finde ich. Okay. Mit Kirsche. Bist du noch dran, ne? Viel Kohlensäure. Aber im Endeffekt ein total geiler Drink. Eine Kapsel. Was für eine Kapsel kriegst. Du hältst eine Hot Head Kapsel. Ich geh mal da noch. Ging das Spiel in dieser hohlen Gasse. In dieser hohlen Muschi. Das Spiel hatten wir schon mal. Ich hätte mich einfach den grünen Daumen gefreut, weil dann hätte ich auf jeden Fall wieder gewonnen. Somit, ja. Hier gewinne ich, glaube ich. Mal gucken, wie es diesmal geht. Diesmal darf ich nicht zu nah machen. Ich achte jetzt immer auf mich. Okay, Peach hat schon mal. 1,0. Ah, schade. Ich war mir jetzt nicht sicher, aber du hast leider mit 1% mehr gewonnen. Wie letztes Mal? Ich hatte erst gedacht, du bist jetzt so, bei dir wäre der Hund jetzt schnell genug und rampelt dich einfach um. Weil wenn man ja vom Hund getroffen wird, kriegt man ja. Ich habe auch erst gedacht, es passiert, aber ich habe mir schnell sicher gemacht, habe mir gedacht, du machst jetzt eh nichts. Der Hund bei dir greift jetzt an und du wirst jetzt einfach vom Hund jetzt weggemacht und dann hätte ich dann gewonnen. Sagten sie alle. Oder danach wurden sie zu Wario. Ja, aber wie gesagt, das ist halt nur ein Minispiel. Es gibt noch, wir haben noch einige Runden vor uns. Bist du drogensüchtig? Und wenn du halt den Münzstern am Ende, wenn du halt den Ding Minispielstern kriegst, krieg ich ja eh erst den Fragezeichenstern, wahrscheinlich auch noch den Münzstern. Dadurch wird es dann 3-3 Sterne. Ich hab momentan wie, die, ich wollte schon sagen, wie die klaut ist meine Kapsel, das sieht ja recht aus. Die gibt 10 Euro aus für so eine Stachikapsel, die sie irgendwo, die sie im Nichts findet. Was sag ich Euro? Ich meine 10 Münzen. Oh, jetzt fängt das schon wieder an. Aber wenn ich jetzt noch drüber gehe, dann der nächste, der da drüber geht, hat gelitten. Oh, jetzt passiert was. Ich glaube, Hammerbude. So ein Banano ist klar, der. Stimmt. Egal. Er kann ja nur auf Luigi gehen, weil. Das kriegt ihr schon wieder eine verdammte Kapsel? Nein, der wird jetzt aber auf dem Platz verdings. Vertauscht? Ja, aber hier, irgendwo hingemacht. Achso, ich dachte, die tauschen Plätze mit. Ich tausche Plätze mit dir. Nein. So, die Kapseln wurden jetzt irgendwo hin verstreut. Ich finde nur noch, dass Yugi wieder die Bombe läuft, also der ist ganz in der Nähe. Das wäre es jetzt. So, der nächste, der drüber läuft, ist gefickt. Ja. Alle gegen alle. Wieder mal gucken, was diesmal für ein Spiel kommt. Ich denke, wie das jetzt ein Kampf mit dem Spiel kommt. Sternenkitsch, Kristaller Kalerei, Baseballballerei. Ach, der Scheiß, den mag doch gar keiner. Dann lieber alle anderen 4 als diesen Mister. Was hat er schon 3? Ich wette. Ja, ich wette, die hatten das hier schon 5 Mal gemacht. Mindestens. Und Start, auf geht's. Diesmal bin ich gut dabei. Ich krieg es. Jeden bis jetzt. Jeden. Ich glaube, jetzt jeden. 8. Und dann den habe ich jetzt auch nicht. Den habe ich nicht gekriegt, den habe ich bekommen. Den habe ich nicht bekommen. Den habe ich bekommen. Den habe ich bekommen. Bekommen. Den habe ich nicht bekommen. Den habe ich bekommen.
Den habe ich nicht bekommen. Also ich habe den bekommen. Den habe ich nicht bekommen. Den habe ich auch nicht bekommen. Gleich auf. Nein! Ey, wäre doch cool, wenn wir mal unentschieden machen. Würde mich eigentlich schon gerne mal interessieren, was dann passiert. 15. 17. Verdammt. 17, Alter, 18. 19. 19. Ja, das hast du gewonnen. Oh. Hätten wir euch mal unentschieden machen können. Da hätte mich interessiert, ob wir dann beide gewonnen hätten und ob es dann so stehen würde, unentschieden. Ich glaube, dann hätten wir beide gewonnen. Aber ist mir egal. Wenn ich Glück habe, kriege ich jetzt noch einen Minispielstern, das wäre echt hilfreich. Auf jeden Fall kriege ich den Münzstern und ich kriege auch den Fragezeichenstern aktuell. Dann wird es 3-3 stehen und ich würde trotzdem gewinnen, weil ich ja mehr Münzen habe als du. Das heißt, ich muss jetzt unbedingt einen Stern auf die Schnelle hier kriegen. Ich habe. Wie viel darf ich noch gehen? 5. 1, 2, 3. Ah, ist so glitten. 5. Nee, leider nicht. Was sind der Stern aktuell? Ist besser, wenn ich da lang gehe. Das kann das jetzt echt nicht sein. Soll ich da oben lang gehen oder so? Ich würde da oben lang gehen. Na gut, Frage, ich bin eh gerade nicht so. Verdammt. Egal, scheiße. Ich hab's mit Absicht gesagt. Na, ich war auch überlegen, soll ich vielleicht nochmal Fragezeichenpunkt rausholen oder so. Ja, hab ich mir überlegt, nee, mach ich halt doch nicht. Oh oh. Was denn, hab ich dann noch mehr Chancen auf einen Sieg gerade aktuell? Du Pech hast. Und es geht auf mich, aber ich habe immer noch genug Münzen. Zieh aber Hälfte ab. Das sieht nur 10 Münzen ab, gell? So nur? Ja, ich habe gedacht 15, noch egal. 50 Zeit, die Münzen. Mich dead und 2. Kann sich auch in den Arsch stecken. Das nützt den 2, hat jetzt auch voll gebracht, mir Münzen abzuziehen, weil ich immer noch der viel hab. Das Yogi-Bär dran, ne? Ich hoffe, dass du irgendwie auf den Bowser kommt und der Bowser irgendwie den Z-Stern oder. Aber so Bowser ist Dings nicht da. Also dann würde Yoshi eher ein Z-Stern. Warum ist Bowser also nicht da? Weil er gerade einen anderen Weg gegangen ist. Er ist an Bowser vielleicht schon vorbeigegangen. Er hätte da hochgehen müssen, er ist aber. Ah, ich hätte gedacht, es gibt ein Duell. Ich könnte ein Duell gegen dich raushauen. Das kommt erst in den letzten 5 Runden. Dann fängt das erst an. Ach, Kubus der Verdammnis, das hat man jetzt gegen Peach ein Duell gemacht. Hochseilattacke. Kubus der Verdammnis, ja, da wird jetzt zu dritt gegen mich. Oh, schade, wär's jetzt meine Gruppe, ich hätte extra verloren. Obwohl, es hätte mir nichts gebracht. Wenn ich jetzt gewinne, krieg ich mir den Spielpunkt. Okay, Peach ist schon mal raus. Hallo, Yoshi, du. Behindertes Kind! Ich glaube, Yoshi rettet euch am Ende, oder? Nein! Wie dumm ist er eigentlich? Ich hab. Blödes, fettes Vieh! Meine Fresse, ey, da will man mal nach links gehen, gell? Dann steht dir so ein fetter Dino in der, im Weg. Hat man auch nicht alle Tage. So, damit habe ich wieder meine Münze. Bleibt einfach stehen, so nach dem Motto: Es wird schon nichts kommen, es wird schon nichts kommen. Och Mann! Spielt aber richtig auf Risiko heute. Na gut, Yoshi hat eh noch keinen Stern. Er sagt Yoshi, glaube ich, wird mir eh nicht so schnell gefährlich. Ich hoffe es zumindest. Okay, jetzt ist Peach dran gewesen. Und ist ja gut, wenn er es jetzt kriegt. Er kriegt eine 6. Ja. Er hat ihn. Ja, aber wie gesagt, Yoshi ist mir immer noch nicht gefährlich, weil ich krieg 2 Bonus. Aber das ist schlecht für dich. Warum schlecht für du mich? Du hättest den jetzt, hättest du so oder so gewonnen. Ist mir auch egal, ich kann trotzdem noch gewinnen. Hallo? Du hast 2 Sterne, ich habe mehr Münzen als du und ich krieg wahrscheinlich aktuell 2 Bonussterne. Damit für 3-3 stehen, dann gewinne ich zwar knapp, aber außerdem würde ich da auch mal den Steak gönnen, weil du hast bis jetzt noch kein Brett gewonnen. Und ich hätte. Du hättest da unten. Nee, ich wäre so oder so vorbeigegangen. Ja, stimmt auch wieder. Jetzt tausche ich die Plätze. Bitte mit mir, bitte mit mir, bitte mit mir. Er tauscht den Platz. Danke, Yoshi! Ja, mit dir. Der geht jetzt so oder so daran vorbei. Ich kann jetzt ausholen mit einer 6. So, jetzt wirst du zu Münzen geflogen, oder? Ist das Platztor? Nein, das ist Potted Cup. Ich hätte das wäre jetzt irgendwie Platztor. Bringt sich nochmal ein paar Felder nach vorne. Allerdings hat es dir nicht wirklich viel gebracht, weil du bist jetzt wieder genau da. Nur. Habe ich auch noch Mütze verloren? Nein. Ach, zum Glück. Das war jetzt gut für dich.
Es war gar nichts. Es hat mich nur ein paar Felder zu. Kurvenkeilerei, ey, da werden wir jetzt verlieren, nur wegen Peach. Yoshi, als halt alleine. Bin ich alleine? Nein, Yoshi ist alleine. Sah so ein Display aus da. Peach ist auch noch unsere Vordermann, unsere Vorderfrau, besser gesagt. Du bist jetzt irgendwo angeeckt. An der geeckt. Gucken, wie gut. Wie gesagt, wir sind zwei menschliche Spieler, aber zu dritt hätten wir auf jeden Fall eine gute Chance gegen Yoshi. Hallo! Ich bin da nirgendwo rangekommen! Meine Fresse! Also, du steuerst ja auch nicht gerade. Ja, ich. Zum Glück, ey, sei froh, dass wir wenigstens. Jetzt war es Peach mal wieder? Ja, Yoshi gewinnt. Wie gesagt, das ist halt so, man braucht ja wirklich drei Menschen. Jetzt bist du schon wieder gewesen? Ja, das ist wirklich zu dritt. Dieses Spiel ist doof zu dritt, finde ich. Der alleine Gänger. Das war es ich, obwohl ich nirgendwo rangekommen bin. Yoshi hat leider gewonnen. Man muss ja richtig scheiß präzise hier sein. Jetzt warst du schon wieder. Wir hätten eh nicht mehr gewinnen können und da habe ich auch mir gar keine Mühe mehr gemacht. Das Spiel ist einfach mit einem Computer unschaffbar. Wenn man mit drei Menschen Spiele spielt, dann hat man da schon mehr Chancen. Aber. Ah, ich hatte immer der Alleinige einen kleinen Vorteil, weil er halt einen kleinen Wagen hat. Ah, naja. Was will man da machen? Das Spiel ist einfach scheiße. Das ist das Minispiel, das ist. Ich würde schon sagen, wenn es so scheiße ist, warum spielst du es dann? Das Minispiel ist ja nur scheiße, dann ist das Spiel an sich ja Mario Party 5. Kniet nieder vor deiner Mutter. So. Klar, ich muss Erster sein. Peach kriegt jetzt schon mal wieder alles in den Arsch gesteckt. Ach, ich darf auswählen, okay. Du doch nicht. Das stand doch aus mit Luigi. Das hat man, dass du Erster bist, aber der Letzte darf auswählen. Wow. Kommt jetzt bitte mal was anderes. Immer dieser verfickte Scheiß. Wir wollen mal sowas anderes haben. Wir bräuchten echt mal eine Facecam. Es tut mir einfach leid, Leute. Das ist jetzt schon im letzten Part, werde ich da mal ein. Vielleicht, wenn ich mal dran bin, letzter bin oder Megastation im nächsten Spiel, werde ich da mal ein Safe State machen, damit wir mal was anderes haben. Es war ein bisschen doof mit Safe States dann, aber ich meine, ihr wollt ja auch mal was anderes haben. Außer den blöden Scheiß Dreifachwert da, weil den hatten wir schon 180 Mal, glaube ich. Was glaubst du? Den hatten wir ganz bestimmt nicht 180 Mal. Das war cool, jetzt kriegen wir zwar mehr Münzen, aber egal. Mir juckt es jetzt eh nicht, weil ich habe eh so viele Münzen aktuell. Ich bräuchte jetzt nur noch einen Stern, dann hätte ich eventuell Chance zu gewinnen. Ja, die Jugend. Wenn du auf mich landest, dann gibt's ein Duell mit uns beiden. Da kommt grüner Daumen, denke ich mich eng. Das gibt's nicht, weil das wär's jetzt, wenn's das geht, hättest du ja verloren. Gucken, ob du jetzt auf mich landest. Du kannst nur Stern gegen Stern machen, wenn du jetzt auf mich bei mir wärst, aber du kommst gar nicht mal in meine Liga. Das ist nicht gut. Ich bräuchte jetzt echt einen Dreierpilz, dann hätte ich gewonnen. Nicht so gut wie gewonnen. Eisfang. Das ist auch gut, damit kann ich leben. Da gewinnst du wahrscheinlich auch jetzt. Versuchst du mal alles aus den letzten Minispielen rauszuholen. Wie hast du eigentlich deine ganzen Münzen bekommen, frage ich mich. Einmal durch die Fragezeichenfelder, da habe ich so viele Münzen abgesahnt. Stimmt. Das war halt bei mir der Vorteil, dass ich da so viele Münzen rausgeholt habe. Hierzu. Das ist ja eh nichts Neues. Oh, ich hab verkackt. Es könnte sein, dass ich das jetzt verliere. Kann, aber muss ja nicht, weil du bist in dem Spiel eigentlich recht gut. Jetzt hast du wieder verkackt. Gewonnen. Normalerweise gewinnst du da eigentlich irgendwie öfters, aber diesmal hattest du irgendwie nicht so. Ich hatte einen Fail gemacht. Ja. Ich hätte auch schon ein Herzklopfen, aber danke, noch mehr Münzen, aber was soll's. Am Ende gewinne ich wirklich nur wegen dem Bonusstern, aber daran glaube ich sogar momentan. Aber noch sind es ja 4 Runden. Eine 4 habe ich gewürfelt. Ach, und mich hat das eine Frage gestellt, aber ich jetzt nicht verbringen. Peach ist dran mit 3. Yugi Bier ist dran. Das sowieso nichts mehr ausrichten kann mittlerweile.
Könnt ihr jetzt noch ein Duell mit irgendjemandem? Ja, natürlich. Die müssen Stern gegen Stern machen. Nein, Josh hat genug Münzen. Stern und er setzt. Er setzt seine Münzen ein. Macht halt Münzen. Jetzt betteln sich die beiden nochmal. Ich hoffe nicht, dass er jetzt Peach gewinnt, ey. Shy Guys. Hi nun. Ach das. Okay, wenn wir jetzt beide betteln würden, na, dann glaube ich, dann hätte ich oder das wäre ziemlich ausgeglichen für uns beide. Was heißt, das hat nichts mit den Tasten zu tun, das ist einfach nur Schnelligkeit in dem Fall. Und der Scherz gewonnen. Welches jetzt? Ich hätte gewonnen. Das, sowas hätte ich sofort gewonnen. Weil ich kann sofort da drauf drücken. Ja, ich glaube, ich wenn wir das gewesen, nicht jetzt gemacht. Ich bin aber gespannt. Ja, wir haben das leider noch nicht gemacht, dieses Duell. Und das sieht auch nicht gerade schwer aus. Nee, ist es ja auch nicht. Der Scherz hat aktuell 2 Sterne. Ist aktuell erster, weil er ja mehr Münzen hat als du, aber ich habe immer noch mehr Münzen als Yoshi allgemein. Hoffentlich macht jetzt nicht Yoshi falsche Sachen. Und ja. Meine 1. Das ist eigentlich gut, weil jetzt komme ich richtig nach vorne. Kann jetzt nochmal Münzen mitnehmen. Im Fall dafür, dass du Münzen verlierst, weil dann könnte ich wegen Münzvorsprung gewinnen. Ja, also ich sag, das wird sehr knapp. Das wird noch sehr knapp. Verdammt. Ich habe auch nicht alle beim ersten Mal gekriegt. Scheiße. Aber so viel habe ich dann auch nicht gegeben. Ich hab wirklich nur eine einzige damals mal liegen lassen. Und das wird wirklich die da oben. Also wenn wir beide battlen und du verlierst einen Stern und ich krieg 2, dann habe ich glaube ich gewonnen. Aber nimmst du mir meinen noch ab, dann kann es das gut ausgewiesen sein. Und du hast jetzt einen Fragezeichenpunkt, aber du hast auch nur einen. Okay, wir spielen im Team. Ich finde das Spiel Kippkapital. Also Münzspiel. Da kann man nur Münzen sammeln. Auf geht's! Ich werde jetzt nämlich nicht springen. Ich werde warten, bis du springst, weil jeder kriegt seine eigenen Münzen. Weil die sind aber für uns alle, gell? Ach so, dann spring du, ich hol einfach. Mach mal so einen Sack, ganz ehrlich. Mach mal so hol einen ihn. Sack. Ja, dann hol ihn. Ja, wenn er mal rauskommen würde, aber dann könnte ich ihn nur Münzen. Da ist er! Hab ihn. Okay. Ich krieg grad alles. Kriegen wir 30 Münzen am Ende noch? Jawohl. Also, wir haben richtig viel Münzen eingesammelt. Jetzt kann ich nur hoffen, dass du irgendwie deine Hälfte deiner Kohle verlierst und dann könnte ich rein theoretisch gewinnen. Oder ich müsste einfach jetzt nur noch einen Stern kriegen, das wär's. Dann wärst du... Game over. Genau. Es müssen jetzt noch 3 Züge sein oder 4? 3 Züge sind's. Ja. Verdammt. Immer dieser verdammte Druck. Also wie gehe ich? Der Stern... Bringt dir eh nichts da lang zu gehen. Stern ist da, aber ich gehe trotzdem mal da lang. Jawohl, 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 jawohl. Ich muss mal richtig schnell nutzen. Ich glaube, ich werde ihn kriegen. Es sei denn, die Platz, wenn die jetzt Platztausch mit mir macht, dann ist sie tot. Bitte mit Wario. Nein, Yoshi. Nein. Warum? Yoshi. Das sind 2 Feld, das ist ein Feld, mal ganz ehrlich. Und Yoshi ist dran mit Würfeln. Eine 8. Nein, Wario müssten wir nicht nehmen. Wario ist ja gar nicht nah am Stern. Das macht mich gerade richtig aggressiv, um ehrlich zu sein. Du bist jetzt noch dran mit Würfeln. Dir ist es nur eine 2. Weißt du was, du gehst da hoch, der Stern war da gewesen und der Fall zeigt nach oben, du läufst dann nur am Stern vorbei. Oh, super. Also das Fragezeichen fällt dir jetzt nicht wirklich viel gebracht, das einzusetzen. Und wir spielen Kastanierte, kannst du ja, lesen? Ja, scheiß drauf. Ein Zungenbrecher. Ist gar nicht, um ehrlich zu sein.
von mir aus auch Kastrierte, von mir aus auch. Kastriert, was hat es mit Nintendo zu tun, mit Super Mario Spiel? Weiß ich ja nicht. Warum krieg ich denn keinen? Auf jeden Fall ist das nicht Mario-freundlich. Hier, Gold. Nimm die goldene. Ich weiß ja nicht, wo du bist, aber du bist blau, gell? Nee, natürlich bin ich blau. Aua, scheiße. Ich schieß dich gleich an. Ja, hallo. Schieß das Goldene ab. Schnell, da oben. Jetzt ist es schon weg. Ich steh hier. Komm zu den Fetten. Da, Fett. Das ist ein Scheißegal. Eins haben wir gekriegt, wow. Ach, egal, verfickte Scheiße nochmal. Jetzt kriegt Yoshi den Bonusstern. Milchstern. Ja, das wär's jetzt so. Zum Glück habe ich immer noch die meisten Münzen von euch allen. Weiter geht's. Die letzten. Vielleicht kriege ich ja noch einen Donkey Kong. Er hat mir ja immer nur Scheiß angeboten, aber ja. Eine 9. Ja, von mir aus ein Witz. Ja, jetzt habe ich gewonnen. Kriege eine Parade. Jetzt kann ich nur noch hoffen, dass wir aufeinandertreffen und ich ein Duell mit dir mache, weil du jetzt den Stern holst. Woll. Damit habe ich jetzt. Ich hoffe nur, dass Yoshi den Bonusstern kriegt. Was aber nicht so sein wird. Und ich bin Erster sogar. Aktuell. Und der nächste Stern ist da oben. Super. Wo keiner von uns hinkommen wird, wahrscheinlich. Und weißt du, was das Lustigste ist? Du bist gerade den Einweg gegangen, wo die Bombe liegt, meine ich. Und ja, die ist auf 1. Wenn du jetzt da hingehst, verlierst du nur mal ein paar Münzen. Yoshi, tu mir einen Gefallen und geh da lang. Etwas. Jetzt bist du dran, ne? 1-1-1. Ach, scheiß doch drauf. Und die Bombe. Auf 0. Bing. Ja, explodier. Meine Güte. Wow, 20 Münzen. War ja echt schlimm. Ist ja nicht so, dass ich auf einem Feld 9 Münzen krieg. Das einzige Problem ist, dass jetzt gleich die zweite Runde kommt, oder ist die das? Das ist die, ja, danach kommt noch ein Minispiel. Wir spielen Fangding. Das gewinne ich wahrscheinlich. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Aber okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich das gewinne. Komm, mach doch einfach den Eimer. Das hat ja auch lange genug gedauert. Bomber. Hier. Auch nichts. Du hast auch noch keinen. Da. Hab einen. Ich habe auch einen. Ich hab noch einen. Ich hab zwei und. Nein! Bombe. Scheiße. Komm. Ich hab einen. Ich hab gewonnen. Schade, da war nur eine Bombe noch, ne? Ich hab irgendwie gewusst, dass ich das gewinne. Ich hoffe, da wäre auch noch einer gewesen und wir hätten beim beide am Ende so 3 gehabt. Das wäre scheiße. Für mich jetzt. Aber ist gut. Minispielpunkt. Ja, aber wie gesagt, es gibt ja noch andere Bonussterne und aktuell würde ich die 2 bekommen. Letzter Zug fängt an. Oh, das ist der letzte, das ist super. Ich mach's mal hier hin. Ich werfe jetzt eine 4, naja. Nur Münzen. Also die Münzen. Da habe ich auf jeden Fall gewonnen. Egal, wer das letzte Minispiel jetzt nochmal gewinnt. Es sei denn, es kommt jetzt nochmal ein Kampfminispiel. Würde ich eigentlich recht cool finden, weil dann kommt nochmal Dramatik auf. Das gab es ja auch 80 Jahre nicht mehr. Ja. Letzter Zug von Yoshi. Er ist auf den falschen Weg gegangen. Ja, der Schnee wäre nämlich da oben gewesen. Also, du hast deshalb dazu müssen nicht zum Stern kommen. Fragezeichenpunkt gibt es jetzt auch nicht mehr für dich. Damit billig. War's da. Damit ist die Partie eingeschwollen für mich so wirklich entschieden. Sei denn, ich gewinne jetzt noch Minispiel und hätte Chance für ein Minispielstern. Es kommt auch kein Kampf in das Spiel. Wir spielen das Spiel. Blütenzauber. Klassische Münzjagd, da geht es nur um Münzen sammeln und da kann jeder von uns gewinnen.
eigentlich total billig. Das Spiel. Ich hätte sie. Das ist ein Scheißende. Mann, Lario, geh doch runter. Lario? Ja, warum komme ich jetzt auf Lario? Egal. Ich finde jetzt Luigi nicht mehr. Endlich. Ich verpiel zwar die meisten Münzen, aber was soll's. Ich krieg kaum eine Münze, weil ich ganze Zeit gegen irgendeinen Scheiß lauf. Oder ich treff einen. Komm schon. 16. Jetzt hat er. Du hast gerade mal 4 Münzen. Ja, dieser scheiß Yoshi mir ganze Zeit im Weg war. Der ist ja nicht so blöd, Mann! Ich habe gerade 18 Münzen und damit habe ich fast schon 200 Münzen. Ja. Das war's, Leute. Wir kommen zur Siegerehrung. Datei wird gewichst! Datei wird gewichst! Aber egal, das kennt ihr mit allen Leuten schon. So, jetzt kommen wir mal zum Minispielstern des Erstes. So. Okay, Münzen. Ist ja klar, wer da in Führung ist. Ich würde es eigentlich gar nicht wissen. Ich glaube, wir, ich und du oder nur du. Er geht an mich. Fick dich doch alle ins Knie. Er geht an mich. Okay, damit habe ich eigentlich schon gewonnen, weil ich habe auch. Jetzt geht's an Yoshi, weil Spielfehler ist. Auch an mich. Damit habe ich gewonnen. Damit habe ich jetzt 4-2 und ihr könnt nur noch einen Stern kriegen. Und das ist der eingestellte, der wird natürlich auch an mich gehen. Weil ich bin dreimal, Yoshi, jetzt glaube ich nur zweimal und du bist nur einmal auf dem Fragezeichenfeld gelandet. Damit habe ich euch am Ende, wie gesagt, ich habe noch gesagt, die Bonusstände machen mich am Ende doch zum Sieger. Und damit habe ich schon das zweite Brett gewonnen. Mega Sub-Zero gerade noch gar keins. Ich hätte es jetzt eigentlich mal gewinnt, dieses Brett zu gewinnen, aber. Das war auch ein scheiß Brett. Wir sind in den Endstand 5-2. Total nass gemacht. Überall auch mit den Münzen. War sehr knapp mit den Minispielen. Ja, dreimal auf Fragezeichen. Oh, ich habe jetzt doch nur einmal auf dem Fragezeichenfeld gelandet. Ich bin jetzt nochmal gelandet. Ja. Naja, was soll's. Das war's mit diesem Part. Gebt einen Daumen hoch, wenn euch der Part gefallen hat. Wenn nicht, einen Daumen runter. Schreibt einen Kommentar. Also gebt einen Daumen runter, nicht was. Ja, gebt einen Daumen runter für Mega Sub-Zero, weil ihr wieder mal nicht gewonnen habt. Das heißt wieder mal, ich habe damals 2 Bretter hintereinander gewonnen. Ja, aber das Display ist dann jetzt leider schon weg. Ja, warum denn wohl? Ja, aber nur, weil es mit meinem Mikro aufgenommen wurde. Ja, also wie gesagt, Leute, im nächsten Part heißt es wieder Teams. Da spielen wir dann wieder das nächste Brett. Aber da spielen wir im Team, da ist es scheißegal, ob ich mit Mega Sub-Zero bin, weil es ja nicht alle gegen alle ist. Aber ansonsten viel Spaß und außerdem geht es ja auch nicht hier darum, wer der Beste ist, sondern wir wollen einfach nur Spaß im Spielen haben. Und jo Leute, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Tschüss.